Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen Folge zu den Essentials. Das ist schon die 11. Folge in dieser kleinen Reihe und die habe ich unter das Motto gestellt, das ist doch gar nicht Hybrid. In den letzten Wochen, das haben Sie gemerkt, ging die Diskussion dahin, dass man sich tatsächlich überlegt, wie können wir am besten so viel wie möglich Präsenzlehre ermöglichen und wie schalten wir Studierende, die nicht in Präsenz dabei sein können, von außen zu. Und wie gelingt das Ganze in einem relativ komplexen Video-, Audio-, Videokonferenz-, Präsentations-Setting? Sie erinnern sich vielleicht, dass wir an verschiedenen Stellen mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten gearbeitet haben. Ja, also das ist mehr oder weniger das, worum es geht, nämlich dass man in Kleingruppen interagiert, und zwar zwischen Personen, die unmittelbar vor Ort sind, und Studierenden, die sich von außen zuschalten, und man so mehr oder weniger hybride Lehre im Kern auf Dauer umsetzt. Und wenn Sie sich auch interessieren oder hier an der einen Stelle auf diesem Kanal schon mal vorbeigeschaut haben, habe ich mir sogar ein Setting zurechtgelegt, mit dem im Umfang von Kostenfaktor ungefähr 1,5 bis 2.000 Euro, mit dem man das problemlos aus dem Seminarraum realisieren kann. Wissen Sie was? Es gibt nur ein entscheidendes Problem, nämlich, dass nicht alle im Seminarraum sind. Und egal wie viel Technik ich in diesen Seminarraum stecke, ich nicht gewährleisten kann, wie die Technik und das Know-how der Nutzerinnen ist, die sich von außen zuschalten. Das soll heißen, das sind drei exemplarische Typen mit stereotypen Problemen. Benutzt Firefox, hat die Kamera aus, also wozu braucht man dann überhaupt eine Interaktion, und benutzt kein Mikrofon. Das heißt, das ist eine unglaubliche Soundkulisse, sobald die oder derjenige spricht. Dann haben wir Leute, die sich mit einem Smartphone einwählen, mit einer Datenbegrenzung, deswegen kein Bild anschauen und auch sonst nicht kollaborativ an diesem Smartphone arbeiten können. Und wir haben Studierende, die, und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist die Realität, die einfach mit sehr alter Technik arbeiten, die vielleicht für Office-Umgebungen noch funktioniert, aber eben nicht mehr für Videokonferenzen plus kollaborativen Arbeiten in browserbestützten Umgebungen. Ja, und dort definitiv an ihre Grenzen kommt. Das bedeutet, Sie können so viel Technik, wie Sie wollen, in dieses Setting hineinbringen und es wird nicht funktionieren. Deswegen habe ich mich komplett davon verabschiedet und bin tatsächlich dazu übergegangen zu sagen, wir wählen ab sofort die Twitch-Lösung. Und zwar für Konferenzen, für Workshops und für die akademische Lehre. Was bedeutet das? Dass wir aus den Lehrveranstaltungen live streamen oder von Veranstaltungen, von Tagungen, und wir parallel den YouTube-Chat und den Matrix-Chat offen haben und dass Studierende oder Teilnehmerinnen, die sich von außen zuschalten, nicht das Recht haben auf eine wie auch immer geartete virtuelle Co-Präsenz, soweit sind wir technisch noch nicht, sondern dass sie dann ihre Fragen aus dem Off stellen können via Chat. Es gibt eine Community, wo das Ganze schon reibungslos funktioniert, das ist Twitch, und das würde ich Ihnen ganz gerne an einem Beispiel zeigen, nämlich an einem sogenannten Speedrun World Record für das aktuelle Elden Ring. Für alle, die das noch vor sich haben, sei nur ganz kurz gesagt, ich werde nichts zeigen, ich werde nichts spoilern, das heißt, es wird hier kein Bossgegner gezeigt und gar nichts. Es geht mir einfach nur um die Tatsache, dass Sie verstehen, dass es eine Community gibt, in der es gang und gäbe ist, dass man nicht miteinander live face-to-face interagiert, sondern dass es auch möglich sein muss, sich von außen einfach zuzuschalten und seinen Input via Chat zu geben. Und ich denke, dass wir ehrlicherweise sagen müssen, dass wir an den Hochschulen zwar gerne mehr hätten, aber im Moment es eben noch nicht zu einer technischen Grundausstattung gehört, dass alle Studierende mit Top-Notch-Geräten ausgestattet sind, Videokamera und Screencast-Setting daheim haben und dass es das Normalste der Welt ist, dass man an einem Google Whiteboard, Jamboard miteinander interagiert. Soweit sind wir nicht und so viel Geld haben wir auch nicht. Punkt. Das bedeutet, wir können uns auf Situationen und möglicherweise auf Settings einigen, die für alle funktionieren. Und ich zeige Ihnen mal ein solches. Und zwar hat der User Distortion hier den sagenhaften Weltrekord im Durchspielen von Elden Ring auf Any Percent. Also das heißt, es ist tatsächlich nur wichtig, dass das Ziel erreicht wird, gespielt, und liegt unter 18 Minuten. Und ich würde Sie mal auf den Chat aufmerksam machen, den er als Twitch-Chat im Hintergrund laufen hat, der die ganze Zeit in einem Fort durchläuft und mehr oder weniger mit dieses Gefühl
der Euphorie, die sich hier gleich einstellen wird, mit begleitet. Und ich werde auch gleich auf den Ausschnitt zoomen, sodass Sie das mal sehen. Und starte mal ganz kurz diesen Beitrag. my fucking Ja, God. Sie sehen, diese Community ist darauf eingerichtet, miteinander zu chatten und zu schreiben. Derjenige, der hier jetzt im Moment gerade ganz live spielt, bekommt davon relativ wenig mit, und reagiert nur singulär und peripher auf das, was da passiert. Und während hier links der Abspann Jesus Christ. durchläuft, sehen Sie, wie im Chat permanent gratuliert wird und eine Nachricht nach der nächsten kommt. Und von dieser Community, glaube ich, kann man in akademischen Kontexten, was die Shaking. Form der Interaktion angeht, lernen. Denn das ist eine Interaktion, die tatsächlich auf diese Weise hervorragend funktioniert und sich auch nicht verstecken muss hinter anderen Aspekten. Und ich glaube, es ist ein Irrtum, wenn man für sich in I fucking Anspruch can't nimmt, believe dass man it. I can't fucking believe bitteschön in einer Videokonferenzumgebung it. Oh, adäquat Jesus adressiert werden muss, Christ. um ein hybrides Setting zu realisieren. Denn das bedeutet nämlich, dass alle Teilnehmerinnen über die Technik und das Know-how verfügen müssen, um genau ein solches Setting umzusetzen. Und das, glaube ich, ist in den meisten Fällen leider nicht der Fall. Auch wenn wir das probiert haben, dahin zu kommen, muss man doch tatsächlich sehen, dass es immer wieder eklatante Störungen gibt, die eigentlich die Interaktion stärker behindern, als dass sie die Interaktion befördern. Und deshalb noch einmal mein Votum: Lassen Sie uns auf die Twitch-Lösung setzen. Das heißt, dass wir so gut wie möglich eine Partizipation von außen ermöglichen, aber dass wir auch anerkennen, dass wenn wir von außen uns zuschalten, dass wir eben nicht den Anspruch darauf haben, bestfalls und bestmöglich in einer Serviceumgebung betreut zu werden und alle anderen darauf warten, dass man zum Beispiel eines der technischen Probleme, die hier exemplarisch aufgelistet sind, für einen lösen. Sondern die Chatlösung ist die unkomplizierteste Variante, in meinem Fall auf YouTube oder in der Matrix. Aber vielleicht erobern wir mit den akademischen Inhalten auch irgendwann noch unsere kleine Twitch-Community. Das wäre ganz erfreulich. In diesem Sinne aber bin ich erstmal ganz herzlich, Alexander Lasch, und auf ganz bald.